Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable. Und wenn ich das aufnehme, ist es in der Nacht am letzten Tag des Halloween-Events. Aber wir reden jetzt einmal direkt darüber, wie war eigentlich das Halloween-Event 2021? War es gut, war es besser, war es schlechter als die Jahre zuvor? Zu guter Erst schauen wir uns einfach mal, bestes Wort übrigens, gucken wir uns einfach mal an, was war dieses Jahr anders als die Jahre davor? Was haben wir dieses Jahr eigentlich alles Neues gehabt? Als erstes war dieses Jahr zumindest eine Sache war identisch. Wir hatten den Bereich des kopflosen Reiters mit ein paar der Events, mit ein paar Möglichkeiten, Sachen zu verdienen. Das war alles soweit wie gehabt. Was wir aber Neues hatten ist, der kopflose Reiter wurde neu gemacht. Darüber hatten wir ja auch schon berichtet, dass auch das Set, was wir damit aus dem Kessel bekommen haben, neu gemacht wurde. Also wir haben ein neues, optisch anderes, jetzt nicht optisch gesehen zwingend besser, aber ein anderes Set, was diesmal aber bessere Werte hatte, nämlich überhaupt erstmal Werte. Und das kann man schon mal sagen, das war damit auf jeden Fall besser. Das Set war neu gemacht und das Set hatte jetzt eben auch Racing-Werte. Das heißt, es hat Racing-Werte, weil ich trage das Set ja jetzt auch gerade hier. Da ist schon mal ein Punkt, den wir auf der Plusseite für dieses Jahr erstmal vermerken können. Was können wir auch vermerken? Also, dass dieses Jahr das Event ist quasi wie letztes Jahr. Wir haben eine Questline, wir haben die unterschiedlichen Events. Aber was man als Negativpunkt ansehen kann, ist, dass die Questlines, die wir davor schon hatten mit Idris, leider entfernt wurden. Es ist eine neue dazugekommen, ja, aber leider musste dafür die alte gehen. Ob das positiv oder negativ ist, will ich jetzt gar nicht hier zu Gewicht kommen lassen. Es ist auf jeden Fall eine andere Quest, die deutlich mehr Erfahrungspunkte gibt dieses Mal. Wenn man das ganze Event an sich sieht, gab es deutlich mehr Spielererfahrung. Ist das positiv? Ich würde es eher neutral betrachten, denn es beeinflusst ja im Endeffekt nur unser Level und macht das Event an sich nicht besser. Was aber definitiv anders ist, ist eben die Questline, die wir bekommen haben. Wir haben eine neue Quest mit Linda, die wirklich cool gemacht ist. Dafür musste halt die Idris-Questline weichen. Also bisher haben wir eine positive Sache und zwei oder drei Sachen, die man neutral betrachten muss. Wir haben eine neue Quest, die aber die alte leider weggenommen hat. Wir haben mehr Spielererfahrung. Und was wir positiv sehen können, ist ein neues Set, aber jetzt mit Werten. Was zusätzlich sich verändert hat, ist, dass die Kürbisse jetzt keine Kürbisse mehr geben, sondern wie alles andere zusammen Seelensplitter. Die Stürme sind gleich geblieben, haben auch denselben Bug noch drin wie letztes Jahr. Das kann man definitiv auch dazu sagen. Was aber negativ ist, ist, dass die Geisterbahn verschwunden ist. Generell sind die Events vom Schloss jetzt auch in die Geisterwelt gewandert. Also wir hatten da jetzt in dem Zeitpunkt dieses Pac-Man-Sammeln und dazu die Geisterbahn. Beides, besser gesagt, das eine davon ist nun in das Reich des Galoppierers gewandert und dazu wiederum dann die Geisterbahn leider verschwunden. Und das würde ich auf die Negativseite packen, denn die Geisterbahn fand ich schon immer irgendwie ganz cool, auch wenn sie wenig gebracht hat. Kommen wir zu einem weiteren Punkt, der anders ist. Der schaurige Trailritt. War immer so ein Ding, hat man halt mal so aus Gag mitgemacht, hat aber nicht viel gebracht. Dieses Jahr aber ist der schaurige Trailritt deutlich besser geworden. Denn er bringt einem nicht nur momentan extrem viele Schillinge, nein, er hat einem auch noch einfach ein Gratis-Pad gegeben, was man sich besser gesagt nicht gratis holen konnte, sondern halt verdienen konnte, und zwar für die Event-Währung. Das ist definitiv eine richtig coole Sache. Generell, ein weiterer Positivpunkt. Wir haben ein weiteres Pet. Nämlich gibt es jetzt nicht nur beim Kürbis ein Pet, sondern auch beim Kessel ein Pet. Das heißt, wir haben zwei weitere Pets, die wir auch noch uns für die Währung des Events holen konnten. Und das ist definitiv positiv. Können wir mal aktuell so ein bisschen zusammenrechnen. Wir haben die mehr Pets, positiv. Wir haben ein besseres Set, weil es eben jetzt auch noch richtig gute Werte hat zusätzlich und auch überarbeiteter aussieht, auch positiv. Was sind so die Negativpunkte aber?
außer noch dem Trailer. Also wir haben drei positive Sachen. Negativ kann man aber ganz klar sagen, dass die Geisterbahn weg ist. Dass die Geisterbahn weg ist, ist leider sehr schade als Negativpunkt. Und was auch noch negativ ist, ist, dass die Preise nach oben gegangen sind. Denn im Halloween-Shop wurden alle von den neuen Haustieren teurer reingepackt als die alten Bahnen. Also Negativpunkt 2 ist, dass die ganzen Sachen teurer gemacht wurden. Das heißt, wir haben aktuell 3 positive und 2 negative Punkte. Momentan kann man also sagen, ist es recht gemischt. Wir haben es tendenziell eher positiv. Man kann sich alles verdienen, braucht aber dafür auch deutlich mehr Zeit. Also wo man damals noch die Splitter und alles aus dem einen verdient hat und damit eigentlich sehr gut durchkam, wenn man einfach nur so ein paar tägliche Sachen gemacht hat, muss man jetzt deutlich mehr machen, da man für alles eben Splitter braucht. Ihr braucht jetzt für wirklich alles Splitter und ihr könnt euch mehr verdienen, braucht aber dafür auch mehr Zeit. Wenn ihr nicht gerade etwas nutzt, wie zum Beispiel diese Funktion, die jetzt erstens euch mehr Splitter geben oder eben diesen kleinen Fehler, der bei den Wirbelstürmen drin ist. Alles zusammengefasst hätte, finde ich, ist es ein richtig cooles Event, würde mir aber wünschen, dass es sich im nächsten Jahr ein bisschen verändert, denn langsam haben wir diesen Stil jetzt doch schon sehr oft gesehen und ich würde mich freuen, wenn ein bisschen mehr Veränderung noch in das Spiel reinkommt, sodass wir im nächsten Jahr mehr als jetzt nur die Weiterführung der Linda-Questline haben, sondern auch wirklich mal so einen richtig neuen Touch von einem Event. Aber man kann sagen, es ist ein richtig cooles Event. Hat sich jetzt nicht zwingend verbessert zum letzten Jahr. Es hat mehr Positivpunkte als negative. Leider mussten aber auch ein paar Sachen, auf die sich sehr viele Leute gefreut haben, eben weichen, wie zum Beispiel die Geisterbahn. Und warum das Ganze jetzt teurer ist, verstehe ich auch immer noch nicht. Damit sage ich jetzt aber danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ist das schon nicht mehr lange hin, dann können wir weiter sammeln, denn dann geht es ans Weihnachtsevent und darauf freuen sich wahrscheinlich einige Leute, auch wenn wir wieder keinen Schnee dabei haben werden. Ich sage danke fürs Zuschauen und euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und natürlich bin ich gespannt, wie ihr so das Event fandet, wie es euch so gefallen hat. Ciao, ciao. So much, baby, I can't help myself. Listen, baby, what I say. You know that there is no one else. All I want is that you stay. Baby, I can't help myself. Listen, baby, what I say. You know that there is no one else. All I want is that you stay. Hey, I wanna stay with you. Things you do, we'll find a way to make it through, girl. Can't seem to find the words to say, baby, I want you to.